Eine Sache, die ich auch gelernt habe auf dem ganzen Weg, ist, dass man sich selber auch mal ein bisschen hypen muss, sich selber auch mal feiern muss, weil wenn du in einem normalen Unternehmen bist, ich pauschalisiere das mal, es gibt natürlich Ausnahmen, dann wird nicht jeden Tag jemand zu dir kommen und sagen, du hast einen nicen Job gemacht. Die Leute kommen dann, wenn du Scheiße gebaut hast und sagen, das war nicht gut. Und deswegen muss man auch lernen, sich selbst zu feiern und auch selbst zu sagen, ey, ich habe was geschafft. Um mein eigenes Selbstbewusstsein aufzubauen, habe ich zum Beispiel häufig so kleine Challenges gemacht, wirklich Mini-Challenges, sowas wie 10 Liegestützen am Tag. Ich habe das gemacht, wirklich, und jetzt ohne Witz, mit Tee trinken. Ich habe mir vorgenommen, und das kann ich nur jedem empfehlen, nimm dir mal etwas vor, durchzuziehen, für 60 Tage, 2 Monate, und nimm dir was Kleines vor, wie eine Tasse Tee am Tag zu trinken. Am Anfang wirkt es so, ja, total easy, eine Tasse Tee trinke ich jeden Tag. Aber es wird der Sonntag kommen, an dem hast du keinen Tee zu Hause mehr, musst den irgendwo besorgen, hast vielleicht noch einen Kater, weil du am Tag vorher feiern warst. Und diesen einen verdammten Tee zu trinken, wird das Schwierigste auf der Welt. Aber dann musst du durchziehen. Das hört sich total dämlich an. Aber ich habe eine Tafel gehabt, da waren 60 Felder und ich konnte jeden Tag einen Haken machen. Tee getrunken, Tee getrunken, Tee getrunken. Und am Ende wusste ich, ich kann diszipliniert durchziehen und kann mir vertrauen. Ich habe ein Grundselbstvertrauen. Jede Herausforderung, die auf mich zukommt, glaube ich, dass ich meistern kann. Gut oder nicht, sei erstmal dahingestellt, aber ich habe so ein Grundvertrauen in mich selbst. Und wenn morgen mein ganzes Geschäft untergehen würde, ich würde einen Weg finden, dass es weitergeht. Ich habe ein Selbstvertrauen so, und das ist ganz wichtig und das müssen Leute selbst aufbauen durch Kleinigkeiten, um sich selber zu beweisen, dass man diszipliniert ist